Leute, what's up hier? Ja, Da Vinci am Start mit einem Let's Play Mädchen 2. Und wie ihr seht, sind wir im Tal von Sirong, umgangssprachlich das Rocktal. Und wir werden jetzt mal ein paar Talismänner Plus farmen, weil wir die so langsam brauchen. So, am besten farmen kann man die so um den Dämonenturm rum Plus von den Hohen Abraham, Dunkler Schaffrichter und die ganzen anderen Viecher, die eigentlich alle rumlaufen. Mal sehen, was wir so droppen. Und da haben wir schon den ersten Talisman Plus und wow, ging das schnell. Und da ein Talisman ohne Plus. Zwar nicht ganz so wertvoll, aber können wir auch noch gebrauchen. Und da PN mich der Junkie. Ich frag mich nach meinem Level. 44 bin ich schon. So. Gehen wir auf unseren stylischen Keiler. So, ebenfalls haben wir auch eine Maske auf, eine Kürbismaske mit 10% gegen Monster, die uns nochmal zusätzlichen Damage gibt. Weil der, naja, besser sein könnte. Ich denke mal, das reicht zumindest so. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, und zwar, da bestimmt viele von euch, die die Let's Plays hier jetzt gucken, auch auf Cedra spielen. Kleine Ansage, ich habe ja ein VMS mit 39 DSS. Minus 11 FKS, 2 Untote, 4 Orks, einem Splitter und einem Todesstoß plus 4. Und das würde ich relativ gerne tauschen. Am besten gegen entweder eine Rack mit gleichwertigen DSS, eine Rack mit mehr DSS wäre natürlich noch besser, oder eine Rack mit ein bisschen weniger DSS, aber dann müsstet ihr noch was drauflegen. Ihr könnt mir Angebote per PN auf Messin schicken, ihr könnt aber auch mich hier auf YouTube anschreiben. Ja, ihr habt mir bis jetzt noch relativ wenig Feedback gegeben, ich hoffe, das wird mal ein bisschen mehr. Ihr müsst mir sagen, was ihr sehen wollt, wollt ihr noch mal ein bisschen was im Orktal sehen, wollt ihr sehen, wie ich Orktal Mitte alles weghaue, wollt ihr sehen, wie ich Mädchen haue, mehr Imba PvP Action, obwohl es mehr eigentlich zur Belustigung dienen sollte, als richtig PvP abzugehen. Wollt ihr, dass ich mich auf 65 Level und die Reichsschlacht mitbestreite oder was wollt ihr machen? Wollt ihr ein Video sehen, wo das ich kommentiere, oder wollt ihr mehr ein Video sehen, wo ich euch ein bisschen Musik drunter lege und dann ihr dabei ein bisschen abchillen könnt? Ach ja, und dann solltet ihr mir natürlich auch schreiben, was für Musik ihr hören wollt. Ja, ebenfalls interessiert bin ich momentan an einmal einem DGP plus 9. Da werde ich hoffentlich schnell bald hinkommen. Und einem Eisenhelm plus 9 mit Bonis. Wenn ihr mir dafür einen guten Preis anbieten könnt, kaufe ich euch die bestimmt ab. Ja, Equipment habe ich mir schon so langsam zurechtgelegt. Ich habe mir jetzt auch eine Amethystkette gekauft. Und einen Armband mit Halbmenschen. Was kam noch? Ebenholzringe habe ich mir plus 9 geholt mit 20 Untoten. Und ein Falkenschild mit Abwehr gegen Ohnmacht habe ich mir auch schon geholt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, woher hat der Typ das ganze Geld? Kann ja wohl nicht rechten Dingens zugehen. Doch, das geht rechten Dingens zu. Das läuft nämlich so ab, dass ein Kollege von mir, der hat lange gespielt und der hat einfach keine Lust mehr gehabt. Außerdem habe ich zu damaligen Server-Startzeiten, ja, da gingen ja Perlen und Selis um die Schlampen in Dortmund, also, tja, davon hatte ich halt eben reichlich und massig und die habe ich verkauft und ordentlich Kohle daraus gescheffelt. Ich hätte vielleicht so 2-3 Wochen früher anfangen sollen, dann hätte es diese blöden Halloween-Lolli-Truhen da nicht gegeben, dann hätte ich noch mehr Geld daraus schlagen können, aber, ja. Schade. So, was soll denn das Scheiße? Ich habe immer noch keinen Talisman mehr gedruckt. Du bist jetzt nur ein einziger. Und da ist ein Geistermaskenschaller und der hat bestimmt 20. Ach, bla. 10 Halbmenschen leider nicht lang.